Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute LS15 auf den Santana Alpen zusammen mit dem Tino. Hi, Leute. So. Weißt du, was ich jetzt mache? Was machst du? Suche jetzt mal die Pflaumen zu ernten. Ja, mach das. Also die Kirschen haben schon mal funktioniert. Die Äpfel funktionieren. Ja. Also nur noch schauen, ob die Pflaumen funktionieren. Nämlich Pflaumen. Pflaumenbaum. Sag mal, hatte ich überhaupt... Warte mal, mit den Pflaumen hatte ich dir... Ich hatte doch mal in einer der letzten Folgen... Hatte ich doch mal erzählt, dass ich mal ein... Lied geschrieben habe. Ja, genau. Mit Pflaumenbaum und Tischdecke. Genau, ja. Das waren die einzigen zwei... Also so ein... Das war so ein bisschen so ein Dreck. Aber ich habe das Lied habe ich gar nicht vorgetragen. Nee, hast du auch nicht. Das haben wir uns ja, da haben wir komplett uns wieder aus dem Dings verloren, ne? Ja. Also manchmal geht's aber auch durch und durch. Wo du das gerade sagst, irgendeiner hat mir auch in die Kommentare geschrieben, kannst du Tino in irgendeiner Folge nochmal auf sein LS-Lenkrad ansprechen? Er wollte erzählen, was er davon hält und was damit ist, aber er kam dann nicht mit zum Punkt. Viel zu teuer, scheiße, kaputt. So, das war meine Zusammenfassung. Jetzt wisst ihr es. Ich spiele mit Tastatur aktuell, weil ich, das bei Zytec noch reklamieren muss. Bei Amazon wusste ich, da erntet die Pflaumen nicht. Warum nicht? Du gehst doch zur Farmcom, oder? Ja. Nimm das Ding doch mit und knall den das vor den Füßen. Ja. Die erste Scheiße wieder, du Spaß. Oh Mann, ey. Das ist wirklich... was wollte ich sagen? Aber um auf mein Lied zurückzukommen. Ja, genau. Ja. Schon fast wieder passiert. Also, es ist natürlich schwierig, das jetzt so einfach vorzutragen. Ohne Beat, weißt du? So, okay. Obwohl ich, der Beat setzt sich aus diesen zwei Wörtern zusammen. Also Pflaumenbaum und Tischdecke. Weißt du, das ist so ein bisschen Beatbox-mäßig. Okay. Ich könnte es ja mal versuchen. Versuch mal. Wenn du magst. Und hier da draußen. Soll ich? Ja, hau raus, hau raus. Okay. Also. Na, das fängt ja. Wichtig ist ja, dass du die Wörter Pflaumenbaum und Tischdecke miteinander kombinierst, weißt du? Okay. So, los geht's ja. Also, der Hauptbeat liegt in der Tischdecke. Also, Moment. Also. Ne? Ja. Soweit? Ja. So, also, das ist. Du fängst eigentlich langsam an, so. Tischdecke, 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 Tischdecke. Weißt du? Das ist so der Hauptbeat. Ja. Ja, und dann musst du, das ist Pflaumenbaum, das ist halt, das, wir haben das als Wort damals beim Schreiben dieses Songs, haben wir das damals gefunden und haben gedacht, das lässt sich gut integrieren. Okay. Das Lied. Das geht dann so hier, so. Düstecke, 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 Pflaumenbaum, düstecke, 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 Pflaumenbaum, düstecke, 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 düstecke. Weißt du, so ein bisschen hart, also harter Trends halt. Ja. Ja. Düstecke, 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 Pflaumenbaum, düstecke, düstecke, düstecke. Ja. Ja. Damals ein Riesenhit mit der Scheiße. Auf Platz 1 war. Die Firma hat mich über den Nuckel gezogen. Zum Beispiel arm. Warum kann ich jetzt hier aktuell gar nichts mehr ernten? Was ist das für eine Scheiße? Keine Ahnung. Hast du das mit Randy zusammengeschrieben? Nee. Ach da so. Habe ich Randy noch nicht gekannt, wo ich das kombiniert habe. Ach so, kombiniert. So, okay. Okay, kombiniert. Okay. Ich dachte, das wäre so eine kann einsame Stunde im TS gewesen. Und irgendwie musstest du ganz nah am Baum dran fahren, irgendwie sowas hast du erzählt. Ja. Aber das geht nicht mehr. Okay. Moment. Warum geht das nicht mehr? Hier sind doch Äpfel dran. Warum geht das? Oder die Äpfel? Hä? Sehe ich nicht. Tischdecke, was Tischdecke, denn? Tischdecke. Jetzt habe ich das im Kopf, Alter. Warte, ne? Ist ein Ohrwurm. Der ging damals tief rein, Alter. Kein Scheiß. Tischdecke, 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 Pflaumenbaum, Tischdecke, Tischdecke, Tischdecke. Ja. So, warte mal.
Stell dann das nicht ab hier. Ach, Handys abladen. Ach, scheiße. Können wir schon mal rumfahren? Warum erntet der die Pflaumen nicht? Da muss er auch die Pflaumen ernten. Die Abgabestelle. So. Zeit. Lieblingssong? Mein Lieblingssong? Oder ein Lieblingslied, was zurzeit so. Oder ja. Gibt's was, was du mal richtig krass gefeiert hast? Ja, das war. Ich habe eigentlich von, ich glaube ab 14 oder 15 habe ich nur Deutschrap gehört, also. Ja? Ja, und da kann man die Lieder, glaube ich, nicht so feiern, die ich gehört habe. War damals Traumarzt, ja, genau sowas und Agro Berlin Ansage 1, 2 und 3 und so ein Gedöns alles. Ha, okay. Nee, aber im Moment höre ich ganz gerne bei, im Radio dieses von Fuck You Goethe 2, der Titelsong hier mit der Lena, wie heißt die? Lena Gerke? Nee. Nee, die den Vision, den Song Contest. Ah, die hier, ja. Wild and Free? Wild and Free heißt das, glaube ich. Wild and Free, okay. Das höre ich ganz gerne im Moment. Ja, ist ja nicht schlecht, ne? So, warte mal, du siehst jetzt an, haben wir jetzt noch irgendwas? Warte mal, da kann ich da drüben das eine Feld grubern. Welches Feld? Ich frage erstmal wieder weg. Auf der anderen Seite, die Felder sind noch zu grubern. Bei unserem Geräteschuppen, glaube ich, das muss noch gegrubert werden. Ne, die sind schon angesät. Hä? Die habe ich schon fertig. Okay. Oder vertue ich mich da jetzt? Auf jeden Fall das bei Guck uns mal. Da, wo wir auch abkippen können, das wächst schon. Das habe ich fertig angesät. Da bin ich mir auch hundertprozentig sicher. Aber ich weiß nicht, ob ich das angesät habe am Berg, was so ein bisschen runtergeht. Weißt du, was ich meine? Was wir zusammengefügt haben? Genau. Das weiß ich nicht, ob ich das schon angesät habe oder ob ich das nur gegrubbert habe. Hier wächst auch schon irgendwas. I hilft dir ja hier nicht viel weiter. Bäh. Nee, hier wächst schon was. Okay, ja, dann bin ich jetzt sofort fertig. Da hinten am Fluss, da könnte man wohl noch abernten, Felder, aber nicht weit weg, ne? Der anderen Seite, meinst ja. du? Ja. Ach so, nee. Ja, na, das ist weit weg. Heute war ich ja auf der Taufe. Aha. Und ach so, ja, wie war's? Ja, war ganz okay, chillig, Kirche halten und ganze Gedöns. Aber dann war nach Kaffee und Kuchen, ne, dann wurde der ganze Kaffeekuchen-Gedöns weggeräumt. Dann kamen hier ein paar Bierchen auf den Tisch und so. Und ich kannte den Typen ja nicht. Also von meiner Schwester die Freundin, also die von meiner Freundin die Schwester kenne ich natürlich, aber ich kannte den Freund nicht, habe ich nie kennengelernt. Und hab den heute zum ersten Mal so kennengelernt. Ist eine ganz angenehme Person, hat richtig Bock gemacht. Das war auch, also der war da mit seinen ganzen Kollegen und so. Und ja, ich kannte die alle natürlich nicht, aber die waren ganz nett, hat echt Spaß gemacht. Wir haben Karten gespielt und so. Cool. War ganz cool. Hab mir das ehrlich gesagt so ein bisschen scheiße vorgestellt, weil, weißt du, wenn du niemanden kennst und du gehst da irgendwo hin und du weißt ja dann nicht so, oh, wie sind die drauf? Das ist immer kacke. So. Ja. Das ist immer kacke. Aber war ganz okay. Hat gut geklappt. Ja, ja. Das ist schön. Ja. Und dein Tag heute? Ja, Taufe. Ja, ich habe den ganzen Tag auf dem Bagger, also nenn ich heute, also gestern Samstag, habe ich den ganzen Tag auf dem Bagger gesessen. Stimmt. Bagger. Hat Spaß gemacht? Ohne Ende. Ja. Jo. Hat sehr viel Spaß. Ja, Baggern ist geil, ne? Ja. Aber das ist natürlich auch so den ganzen Tag natürlich, ne, anstrengend auch. Ja, bestimmt, ja. Aber so war natürlich cool, weil es hat teilweise immer ein bisschen genieselt draußen. Es war echt kein schönes Wetter, auch von Temperaturen her. Ja, bei uns auch. Und der Bagger hatte so, also da hattest du gar eine Heizung drin gehabt. Es war total genial. Ja, und du hast ja immer so Bahiwis dabei, ne? Wenn du baggerst, gibt es ja mal einen, der steht mit der Schaufel draußen. Genau, ja, genau. Und, ja, hatte ich auch. Und Kollege von dir oder der dabei hilft? Okay. Ja, ich dachte von der Firma, die dir den Trecker da Bagger gestellt haben.
Nee, nee, ach, von den Bobos brauche ich keinen, ey. Das, okay. Nee, nee. Nee, und wie gesagt, also da, ja, der hat ja voll gefroren und ich habe im Baggern warm gesessen. Aber ich kann halt baggern, das ist halt das, ja. Okay. Baggern kann ja, das ist ja, baggern, das klingt nicht so schwer und alles und so weiter und so fort, aber es ist ja, eigentlich so gesehen, ist ja eine Koordinationssache, ne? So, du hast halt zwei Joysticks in der Hand und die kannst du halt in alle Richtungen drücken. Ja. Ne? Ja. So, und in jede Richtung macht der Bagger was anders. Ja. Das musst du halt miteinander kombinieren und koordinieren. Und das ist halt das einfach nur das, was man halt irgendwie so ein bisschen, wo man sich halt dran gewöhnen muss. Aber ansonsten ist Baggern easy. Ja. Aber da ich schon ein paar Mal Bagger gefahren bin, ist das halt kein Thema. Ja, ja gut. Und ich muss sagen, ich hatte halt, das war ein 5-Tonnen-Bagger, das ist jetzt nicht so, ist kein Riesenbagger, ne, oder so, aber mhm. Es ist halt auch nicht so ein ganz kleiner Mini-Bagger. Das ist schon, also wirklich ein großer, aus der Kategorie Mini-Bagger, sage ich jetzt mal. Ja. Und mit so einem Mini-Bagger kann ich auch nicht arbeiten, also mit so einem kleinen Ding. Da hab ich schon mal Angst, dass ich umfall. Das ist okay. Wirklich, also wenn da fährst oder so, ne, wie so ein Ding schnell, schmeißt du schnell auf die Seite und das ist scheiße. Ja, das gerade wenn du halt so ein Grundstück hast, weißt du, und dann da alles umgräbst so ungefähr und dann auch sehr, sehr unebenen Boden hast und ja. Da mal ein Loch und hier mal ein und was weiß ich. Da stellt mich immer die Frage, ich habe das ja auch, also wir haben da, meine Eltern haben ja auch gebaut, da war auch Bagger und ich weiß nicht, was alles da. Warum macht man das überhaupt? Also wir haben Keller. Ich meine, die Hälfte der Scheiße wurde eh wieder rausgedingst, aber bei uns wurde auch vorher so halt ja der Boden locker gemacht. Ich weiß nicht, was da genau, war ich 6 Jahre alt, keine Ahnung, was da genau ablief, aber wieso macht man das überhaupt? Da kommt ja eh danach. Na, ich habe ja heute auf dem Grundstück waren ja, da standen ja noch Bäume. Ach so, ah, ja gut, okay. Was weg musste, da war über 50 Meter lange Hecke. Ja. Also, weißt du, eine Hecke, die musste komplett raus. Ne, ausgraben, die Hecke gab es seit 40 Jahren, 30 Jahren. Ja. Und das mit ausgraben ist da nichts. Also, ja, das kannst du vergessen. Das ist wohl richtig, ja. Da wärst du eine Woche hast zu tun, ne? Und ja. Und deswegen halt, das habe ich alles mit dem Bagger gemacht. Ja, und so halt alles. Dann waren halt so Beete noch angelegt, ganz viel. Und da waren halt auch solche Rasenbotten, Rasenkanten. Ja. Eben einbetoniert und alles. Und so betonierte Fahrspuren und alles. Und das musste halt alles weg, ne? Ja. Und dann machst du einen hässlichen. Also bei 800 Quadratmetern Grundstück ist das halt, ja. Wenn eine das Menge, mit der Hand nicht anfangen, das ist total ordentlich. Ja, das also. Ist klar. Ja. Und so einen Tag fertig. Aber bist aber. Hatte ich aber auch von früh bis abends zu tun. Ja. Okay, du bist aber jetzt damit komplett durch und jetzt könnte eigentlich die nächste Arbeit da losgehen, wa? Genau, genau. Ja. Also jetzt bin ich komplett durch. Muss das ganze Grünzeug muss noch weg und alles und dann, also weggefahren werden. Das hab ich halt alles auf dem Haufen. Ja, sicher. Und, ja, dann geht's weiter. Also dann, aber das ist ja dann erst im Mai. Ja. 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 Du mal irgendwas gefahren, so baggermäßig oder so? Ja, aber auch Bagger, aber so ein kleines. Warte mal kurz, Füßi. Ja. Haben wir ein Dings in. Haben wir ein Schwader? Bisschen zusammen zu machen oder so? Ich weiß nicht. Nee, haben wir nicht. Nee. Scheiße. Na, ist doof. Nee, haben wir nicht. Ja. Ja, gut, dann. Keine Ahnung. Ja, so einen kleinen Bagger bin ich gefahren, weil bei uns auch zu Hause bei meinen Eltern da die alten Bäume raus mussten und die haben jetzt da irgend so ein gestülpster Ding und da hat mein Vater, der hat auch mit dem Bagger auch rausgeholt, da hat er mich auch mal gesagt, komm, steig mal ein, zeig mal was du kannst. Naja. Hat dann auch Bock gemacht, aber. Das ist auch cool. Ja, und Gabelstapler bin ich auch schon öfters gefahren, Ameise, aber da ist ja nichts. Oh, Gabelstapler, oh, da hab ich schlechte Erfahrungen gemacht. Gabelstapler hab ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, okay. Ja. Ich hab mal leider mit der Gabel was abgerissen. Okay, und was? Also was mitgenommen. Kennst du diese, wie nennt man die, diese Schuttfallrohre da? Wenn die manchmal ein Dach abdecken oder so, dann haben die unten einen Container stehen und dann legen die so solche Rohre, die du so zusammensteckst, von oben nach unten, wo die oben den Schutt reinschmeißen und unten blubst in den Container. So eine Schuttrutsche, ja, alles klar. Ja, genau. Ja. Und die ist ja immer mit einer Kette oder einem Seil oder so befestigt. Ja. Und die Schuttrutsche, die war dann weg. Ich hab da
so hoch mit der Gabel und alles und hab dann eingelenkt, bin rumgefahren, nach hinten geguckt, hängen geblieben mit der einen Gabel vorne und dann war die Schuttrutsche halt irgendwie verschwunden. Weg. Oh, weg. Spurlos. Ist. Keine Ahnung, wo die hin wollte. Okay. Termine. Ja. Warte mal, ist hier angesehen? Ne, hier ist ja nicht angesehen, ne, das Feld. Wo denn? Hier, wo ich stehe. Ey, stimmt. Oh, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ne, der grobe ist das. Ach so. Ja, okay. Dann sammle ich hier weiter auf. Jawohl, jawohl, ja. Ja, na gut, aber wir sind erstmal. Sind wir schon durch? Gut, naja. Meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut beim Tino vorbei, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so alles schon mal gefahren seid. Und ja. Krasse Baumaschinen. Genau. Ja, und schön starten die Woche, ne? Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss, Leute. Tschüss.